In Star Wars 8 wird es neue Wesen, Vehikel und Soldaten geben und dazu gehört die Prätorianergarde. Wer sind sie, was machen sie und wie sieht ihre Ausrüstung aus? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Die Idee für dieses Video hatte übrigens Cathy Avenger, also vielen Dank dafür. Die Prätorianergarde ist inspiriert durch die Prätorianer. Das waren Wachen im alten Rom, die dazu da waren, römische Kaiser zu beschützen. Der Sinn dahinter war, laut Ryan Johnson, sich ein geschichtliches Vorbild zu nehmen. Dadurch geht vielen Kindern, die das Wort im Geschichtsunterricht hören, ein Licht auf. Und solche Situationen sind mir im Geschichtsunterricht auch schon passiert. Und es war toll. Mir gefällt es immer, wenn Star Wars Elemente aus der Weltgeschichte nimmt und sie so in ihr eigenes Universum einbaut. Ryan Johnson hatte noch mehr zu sagen. Er sagte, dass er sich immer gewünscht hätte, die Leibgarde des Imperators in Action zu sehen. Sie sahen immer ein bisschen zu förmlich aus, fast wie Dekoration. Er wollte die Prätorianergarde wirklich gefährlich aussehen lassen, sodass man das Gefühl hat, sie könnten sich sofort in den Kampf stürzen und wären auch gut darin. Und das kann ich nur unterschreiben. Das spiegelt sich auch in ihrem Outfit wieder. Dieses ist übrigens stark von den Samurai inspiriert. Und das finde ich super. Das Kostüm ist meiner Meinung nach die perfekte Mischung aus dem, was wir kennen und den Samurai und es passt sehr gut in das Star Wars Universum. Mein einziger Kritikpunkt wären die Helme, die sehen wirklich sehr unpraktisch aus. Aber vielleicht lernen wir ja in der Zukunft noch mehr darüber. Und ich denke, da wirklich sehr viel Wert auf ihr Aussehen gelegt wird und darauf, dass sie sich bewegen können, bin ich mir sehr sicher, dass wir sie kämpfen sehen werden. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Aber ja. Wie findet ihr die Prätoriangarde? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber jetzt bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.